Im letzten Video sind wir über das Timmelsjoch bis nach Italien gefahren. Das Bergpanorama war spektakulär und die Fahrt hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt geht es für uns weiter nach Meran und wir übernachten im wohl schönsten Hotel Südtirols. Wir hatten noch eine Stunde Zeit und haben uns ein bisschen die Zeit in Meran verbummelt. Das ist so eine halbe Stunde von unserem Hotel entfernt und es ist faszinierend, wie zwei Welten so auf einmal aufgehen. Zum einen die österreichische Seite, oben über den Pass, viele Berge, enge Täler, irgendwie noch viel Schnee. Und dann kommt man so über den Pass drüber und auf einmal sieht man Palmen, alles grün, Weingebiet. Und ja, wie halt Südtirol so aussieht. Wunderschön. Dann sind wir nach Meran gefahren. Das ist so eine ganz kleine, süße Stadt. Im Endeffekt perfekt, wenn man mal so einen Nachmittag hat, um Kaffee zu trinken, Aperol zu trinken in der Sonne und einfach ein bisschen rumzubummeln durch die kleinen Geschäftchen. Und das war es eigentlich schon. Viel mehr gibt es hier, glaube ich zumindest, auch nicht zu sehen. Deswegen starten wir jetzt zum Hotel, schauen, wie das aussieht und gucken mal, was da auf uns wartet. Toni ist immer relativ orientierungslos, wenn wir irgendwo sind. Vor allem, wenn wir aus irgendeiner Parkgarage rauskommen. Deswegen muss ich immer den Weg zurücksuchen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Siehst du, ich habe es sehr schnell gefunden. Again. Habe ihn auch jetzt gefunden. Jetzt schauen wir mal, was das Parken hier kostet. Das ist immer ganz spannend, so mitten in der Innenstadt. Aber war jetzt zentral, wir waren nur kurz da. Deswegen haben wir es jetzt mal schnell gemacht. Also mal gucken. Wow. Hallo, you want to take my money or not? Auf dem Weg zum Hotel sind wir an vielen Weinbergen vorbeigekommen. Dort angekommen haben wir erstmal eingecheckt und einen kleinen Willkommensdrink bekommen. Toni hat gerade wieder einen richtig guten Fail hingekriegt. Es ging irgendwie ums Gepäck. Und ja, sie meinte, ja, bringen wir euch aufs Zimmer und alles gut. Und Toni so, ja, ja, sind wir gewöhnt. Also er meinte eigentlich, ja, dass wir immer super viel Zeug haben und dass das super schwer ist und dass wir das dann schon irgendwie wuppen. Und hat es nicht überrissen. Wir schieben das jetzt mal aufs Wetter, auf die Temperaturen, ne? Das ist eine so gute peinlich. Story. Das ist dir gut so peinlich. Falls das jemand nicht hört, es tut mir leid. Hier ist die ganz schön. Dann darf ich mal, nehmen wir die, dass ich die Heuschlagen ziehe. So, voll. Wow. Wow, ist die schön. Wow, wie toll. Oh, ist das schön bei Ihnen. Ich freue mich dann richtig, wenn ich die Kamera ablege. Ich finde es schon so super schön, aber ich halte mal lieber so drauf. Wow. Ganz toll. Und die Terrasse ist halt relativ groß, ja. Und den ganzen Ausblick hier. Wahnsinn. Entschuldigung, hier hat auf der Kamera drauf. Eventuell, aber das ist kein Problem. Aber gerne. Also wenn Sie das wollen, wenn es für Sie okay, ja, ist. Ja, ist dann okay. Wow. Das Hotel liegt übrigens in St. Leonhard im Passaiatal am Fuße des Jaufenpass. Und der Ausblick ins Tal ist wunderschön. Hallo. Kommt rein. So, Della, willkommen in unserem wunderschönen Hotelzimmer. Wobei Hotelzimmer total untertrieben ist. Also vorneweg schon mal. Der Empfang hier war unfassbar freundlich und total herzlich und familiär. Also mein Herz ist voll aufgegangen. Ich glaube, deins auch. Ich bin voll emotional gerade irgendwie, weil ich mich echt super freue, hier zu sein. Ja, also jetzt erstmal willkommen im Zimmer. Ja, wir stehen jetzt im Eingangsbereich. Hier ist ein großer Spiegel, aber immer schwierig reinzufilmen. Dann haben wir hier wahnsinnig viel Platz für Stauraum. Also wir haben hier einen großen Schrank, da natürlich erstmal unser Gepäck. Zum Hängen gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Sorry übrigens, ich sehe ein bisschen durchaus, aber es ist super warm heute. Genau, eine Saunatasche haben wir hier noch. Dann haben wir für jeden noch ein Set Bademantel und so super süße Schlappen. Mal gucken, bei meiner Schuhgröße ist das immer schwierig. Ich habe 35, ich bin ein Zwerg. Und den Wanderrucksack. Es und den Wanderrucksack, genau. Da habe ich nicht um die Ecke geguckt. So, jetzt sind wir schon fast so ein bisschen im Flur, im Aufenthaltsbereich. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal fix das Bad. Das ist irre groß, also kommt mal mit.
Ich meine, guck mal, wir können hier, glaube ich, eine Badeparty veranstalten. Eine kleine Duschparty. Also, was will man mehr? Wir sind riesengroße Fans von Regenduschen. Dieser Wunsch wurde uns erfüllt. Wir sind ganz, ganz happy. Ja, es ist mehr, als man sich wünschen kann. Es ist wahnsinnig schön, muss ich sagen. Hier ist alles bereit, alles super sauber. Und ja, ganz hochwertig, ganz wunderschön, ganz tolle Naturmaterialien. Das fällt mir immer besonders stark auf. Das spiegelt sich hier auch ganz toll wieder. Wir haben hier eine Echtholzwand. Ich meine, wie cool ist das bitte? Man sieht hier wirklich noch die Baumstämme. Und das ist, wow, das fühlt sich so cool an irgendwie. Und ja, kleine Teestation, kleine Kaffeestation, je nachdem, was man eben möchte. Und dann ist da auch schon, ja, die kleine, will ich gar nicht sagen, die Sitzecke tatsächlich. Also wahnsinnig cool, ne? Wir können hier fast wirklich eine Party feiern. Das ist unglaublich schön. Die Farben sind super harmonisch, finde ich. Es passt alles total gut zusammen. Es ist alles in so Naturfarben gehalten, so beige, grün, grau. Genau unsere Welt eigentlich. So sieht es bei uns daheim ja auch aus. Haben hier noch einen großen Fernseher. Und bevor ich euch das Highlight zeige, also mein Highlight, zeige ich euch jetzt nochmal das Schlafzimmer, denn das ist auch wunderschön, ist nochmal ein bisschen abgetrennt. Da kommen wir jetzt rein. So, wir haben hier nochmal einen kleinen Fernseher, einen super schönen Hocker und ein richtig tolles, großes Bett. Hier wird dann auch wieder mit der Holzwand gearbeitet. Also ich finde es unglaublich schön, auch mit den Deckenstrahlern. Das hat dann abends bestimmt einen ganz tollen Vibe auch nochmal. Bin ich der festen Überzeugung. Hier nochmal ein sehr schönes Bild von der Region, ziemlich sicher auch noch. Und ja, ich glaube, das müsste dort gewesen sein, wo wir vorhin über den Pass gefahren sind, oder? Ich glaube nämlich auch. Könnte ich mir gut vorstellen. So, wenn ich jetzt nicht komplett versage, nehme ich euch mit zum Highlight. Geht doch schon mal hinaus. So, und jetzt sind wir auf der wahnsinnig großen, wunderschönen Terrasse tatsächlich auch. Wir haben hier zwei Sonnenliegen, wo wir uns dann ein bisschen entspannen können. Jetzt habt ihr es gehört, da ist jemand in den Pool gesprungen. Ich führe euch einmal quasi rum. So groß ist das hier alles. Ich meine, wow, oder? Wir haben hier noch zwei Schaukelstühle tatsächlich. Also da können wir dann später auch noch relaxen. Und allein diese ganze Anlage hier ist so schön. Es ist im Grün, man ist so leicht am Hang, kann alles hier so ganz toll überblicken. Wir sehen die Kirche da hinten im Dorf dann auch noch. Und dort hinten versteckt sich dann noch die Waldsauna. Ich weiß, dass Toni da bestimmt noch einen Abstecher hinmachen wird später, denn der ist großer Sauna-Fan. Das ist er. Das ist er, genau. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt mal in Ruhe unsere Sachen aus. Machen uns frisch, denn das haben wir jetzt wirklich nötig nach dem Tag. Wir haben ja doch ein paar Stationen hinter uns. Ja, und machen uns dann fertig fürs Abendessen. Heute ist nämlich Gala-Dinner, haben wir erfahren. Und da wollen wir uns schon ein bisschen schick machen, ne? Und ja, jetzt gönnen wir uns ein bisschen Ruhe. Also, bis später. Das Abendessen war unfassbar lecker. Wir haben danach noch einen Drink an der Bar genommen und sind ganz müde ins Bett gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade eben aufgewacht und haben gestern noch extrem den Abend genossen. Es gab ein richtig tolles Dinner im Restaurant. Dafür haben wir ausnahmsweise mal die Kamera weggelassen. Zum einen, um niemanden zu stören, zum anderen, um das wirklich wertzuschätzen und zu genießen. Und es war unfassbar lecker. Und dann haben wir noch einen kleinen Drink an der Bar genommen. Und ja, jetzt sind wir gerade eben aufgewacht. Und ich zeige euch gleich mal kurz, zu welchem Ausblick. Der ist nämlich wunderschön. Ihr habt es ja schon in der Roomtour gesehen. Aber so sieht es hier morgens aus. Ich werde hier draußen jetzt noch eine kleine Runde meditieren, während hier sogar schon jemand im Pool schwimmt. Das ist ungefähr 7.45 Uhr morgens. Und genau, dann geht es zum Frühstück hoch. Und dann mal gucken, was der Tag noch bringt. Wir sind zurück vom Frühstück, fertig gemacht und packen gerade, vielleicht seht ihr hinter mir noch Fredi, die restlichen Sachen. Jetzt ist nämlich schon Checkout-Zeit. Das Coole ist aber, man darf
den ganzen Tag noch hier auf dem Gelände bleiben. Man darf auch weiterhin den Spa-Bereich nutzen. Und da schauen wir uns gleich noch eine ganz besondere Sache an im Hotel, die ich gestern schon ausführlich getestet habe. Steckt auch nichts mehr? Nee, alles gut. Nichts vergessen. Zimmer zu groß. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob irgendwo noch was liegt. Okay, so. Die stecke ich ein. So. I'm so sad. Oh Gott. Wir wollen nicht. Wo müssen wir hin? Ich glaube davor. Wir dürfen jetzt noch das absolute Herzstück des Hotels und wirklich das auch Alleinstellungsmerkmal ein bisschen erkunden. Und zwar ist es die Waldsauna. So cool einfach, ist total abgeschieden jetzt nochmal am Wald. Und man ist hier ganz für sich. Also hier kann keiner irgendwie blöd reingucken oder so. Hier sind gar keine anderen Häuser drumherum. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Toni hatte ja schon das Glück und war gestern Abend hier. Ich nicht. Genau, hier sind einfach nur Duschen. Und jetzt kommen wir mal in den Ruheraum. Der ist brutal schön. Genau, hier sind dann diverse Liegen. Und ich glaube, ja, das, was einfach hier für das Ganze spricht, ist einfach dieser Ausblick nach da draußen. Also man schaut wirklich ins Grüne rein, in die Bäume, auf die Berge. Das ist so toll. Man kann da einfach perfekt abschalten. Genau, hier dann noch eine kleine Bar mit Getränken, mit Snacks. Also alles, ja, was man sich so wünschen kann. Jetzt nehme ich euch mal mit nach oben. Mach nur hinter euch kurz zu. Müssen wir nämlich hochgehen, denn da ist dann auch die Sauna. Sprich, der Ausblick wird noch besser. So, jetzt sind wir oben. Krass, oder? Ich meine, wow. Also wir sind jetzt wirklich auf Baumhöhe, auf den Baumwipfeln quasi. Und ja, schauen hier einfach nur ins Grün, die Bäume blühen. Das ist einfach herrlich. Da drüben fließt noch ein Bach runter. Da kann man auch reinspringen und sich ein bisschen abkühlen. Das hat Toni gestern tatsächlich gemacht. Finde ich super cool. Genau, und das ist dann die Sauna. Immer um 17.30 Uhr ist Aufguss, habe ich gehört. Und es riecht so gut. Aber geht einfach mal selber rein. Es wird schon vorgeheizt gerade. Ich meine, wahnsinnig viel Platz. Ne? Und ich will jetzt gar nicht so lange hier drin bleiben. Hier wird es nämlich ziemlich heiß. Und draußen wird es jetzt auch langsam warm. Deswegen gehen wir schon wieder raus. Ja. Hier haben wir dann auch noch mal ein paar Ruheliegen, kann man sich dann noch mal ein bisschen abkühlen und ja, also ich finde es unglaublich schön. Der Abschied vom Hotel ist uns wirklich schwer gefallen. Wir haben die Zeit hier sehr genossen und würden jederzeit wiederkommen. Ein Apartment für zwei Personen ohne Halbpension gibt es übrigens ab 268 Euro pro Nacht. Wir hatten eine Kooperation mit dem Hotel und haben die Übernachtung gestellt bekommen. Wir sind jetzt gerade auf dem Jaufenpass hochgedüst und wie immer ist mir ein bisschen schlecht geworden. Aber das ist nichts Neues. Ich glaube, als Beifahrer geht es einem dann immer so ein bisschen so. Ist gut was los, viele Motorräder, die Aussicht ist richtig, richtig cool. Für Toni das erste Mal, für mich schon das x-te Mal, dank meiner Mama. Und ja, weil wir hier ganz viele Ausflüge hingemacht haben. Super schönes Panorama. Wir gucken mal, wo wir jetzt noch ja, ein Mittagessen für uns bekommen. Wir haben schon was im Kopf. Mal gucken, ob es so gut dahin geht und ob die noch was für uns haben. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal runter und lassen uns überraschen. Also wir sind ja jetzt gerade schon auf dem Nachhauseweg, haben aber noch mal einen kleinen Stopp eingelegt und zwar habe ich jetzt einen richtigen Geheimtipp für euch. Ich habe schon überlegt, ob ich es für mich behalte, aber ich verrate es euch jetzt trotzdem. Ich war ja hier als Kind schon relativ oft oder auch vor vielen Jahren noch und das Schmirntal ist was ganz Besonderes. Also da kann man dann von der Hauptstraße quasi noch mal abbiegen, fährt dann so 20 Minuten wahrscheinlich, für die Stunde 20 Minuten, noch mal ganz nach hinten, also wirklich ganz, ganz, ganz nach hinten. Und da tut sich dann ein ganz besonderer Gasthof auf, der Alpengasthof Kasern. So heißt eben auch der Ort. Und dieser Gasthof gehört zu den Genussspechten. Und das ist so eine Vereinigung von verschiedenen ja, Bauern, Wirten und so weiter aus dieser Region hier im Wipptal. Und das Essen hier ist brutal gut. Also es ist wirklich, es ist super regional. Die beziehen das alles aus der engeren Region sogar. Also es kommt alles hier irgendwie von den Nachbarhöfen und die Almochsen stehen da drüben auch auf der Weide. Also es ist richtig krass. Wir werden uns jetzt einen Zwiebelrostbraten schmecken lassen und die Aussicht will ich euch auch nicht vorenthalten, denn das ist total krass. Also wie gesagt, man ist hier quasi am Ende der Welt.
Hier sind dann nur noch Berge, hier ist ein Wasserfall, den hört ihr bestimmt auch gerade. Und da hinten, ohne Spaß, ist der Hintertuxer Gletscher. Also, ich meine, schöner geht's wirklich nicht, muss man ehrlich sagen. Das ist das Paradies auf Erden. Und, wie gesagt, der absolute Tipp, aber jetzt wisst ihr ihn. Ja, Leute, das war's mit unserem Video. Leider schon. Tatsächlich ist es schon vorbei, aber ich meine, was für wunderschöne fast 2 Tage. Wir haben so viel gesehen, so viel gemacht, wir sind so viel gefahren und mein Herz ist total voll. Ich glaube, man sieht es mir auch an, ich strahle nur noch. Wie geht's dir? Ich glaube, wir strahlen beide nur noch. Es war einfach so viel Natur, herzliche und freundliche Menschen, Ruhe und Passstraßen ist einfach irgendwie die perfekte Kombination, um einfach glücklich zu sein. Und gutes Essen. Wollte ich gerade sagen. Und gutes Essen. Es war alles, glaube ich, einfach perfekt. Ja, ich glaube, dabei können wir es tatsächlich auch belassen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Auf alle Fälle. Wir freuen uns super doll, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar. Und wenn ihr die Glocke auch noch abonniert, dann freuen wir uns eben noch mehr. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.